Meine Lieben, herzlich willkommen zur 30. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Ja, bereits die 30. Ausgabe. Es kommt mir vor, als wäre es 2019 gewesen. Okay, zugegeben, es war 2019. Ich habe 9 Ausgaben damals noch als konventionelle Videos hochgeladen, mit der eben 10 Minuten Längenbeschränkung, die man bei LinkedIn hat. Und im September 2019 habe ich dann Zugang zu Live bekommen. Das ist die 21. LinkedIn-Show, die ich seitdem live gestreamt habe. Macht sehr viel Spaß und für unsere Stammseher, herzlich willkommen an dieser Stelle. Eine gute Nachricht, ich habe heute Morgen meinen Vertrag mit mir selber um ein weiteres Jahr verlängert. Ich werde jetzt bis Mitte Juli ungefähr weiter wöchentlich die LinkedIn-Show machen. Dann gibt es im August und September Pause und Mitte September geht es dann mit der zweiten Staffel weiter. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen, danke fürs Dabeisein. Ich freue mich natürlich wie immer wahnsinnig, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Und wir haben heute eine, passend zum Jubiläum, zum dritten Dezimaljubiläum, zum dritten Zehnerjubiläum, eine dichtgepackte Sendung mit einem sehr, sehr tollen Gast und spannenden Thema. Was erwartet euch in den nächsten 45 Minuten? Es gibt heute beide Rubriken in der Sendung, nämlich Frag den Richie. Und da werden wir uns mit einer Frage beschäftigen, die ich ganz, ganz häufig gestellt bekomme. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Wie viele Kontakte brauche ich eigentlich auf LinkedIn? Sollte ich da sehr restriktiv sein? Sollte ich schauen, dass ich ein möglichst großes Netzwerk aufbaue? Und ich sage mal, abgesehen von den persönlichen Präferenzen, ob man jetzt sagt, ich fügt da auf jeden Fall nur Leute hinzu, denen ich mindestens schon mal die Hand geschüttelt habe oder ja, wer immer daherkommt, ist mir willkommen. Gibt es da auch ein paar ganz handfeste, ich sage mal technische oder algorithmische Gründe, die man kennen sollte, wenn man eben diese Entscheidung trifft, wie eng oder weit gefächert man das eigene Netzwerk halten möchte. Dann ganz, ganz frisch eingetrudelt, ein super cooler Hack, allerdings Apple-User außen vor. Es gibt eh so viel coole Video-Editing-Software für die iPhone-Geräte, also dieses Feed, vielleicht gibt es am Apple-Appendant, I don't know. Das auf jeden Fall nur für Windows-Benutzer, ein sehr praktischer Hack für Smileys. Und als Gast heute bei mir in der Sendung, ich freue mich sehr, Diana T. Roth, die Herzblut-Personalerin aus der Schweiz, HR-Expertin, Buchautorin, wir sprechen über HR-Trends, natürlich über LinkedIn und über ihr neues Buch. Freue mich sehr, Diana zu Gast zu haben. Ja, und die Status-Updates der Woche gibt es natürlich auch. Also, ich schaue mal nach links auf dem Bildschirm. Freut mich, dass ihr dabei seid. Und ja, 30. LinkedIn-Show. Wir legen gleich. Hallo Michael Kohlfürst. Dankeschön, danke. Freut mich sehr, dass dir die visuelle Gestaltung gefällt. Und damit starten wir gleich mal in die erste, nein, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, der Kommentar hat einen Disco-Kugel-Modus verdient. Yay! Neu in dieser Sendung, Disco-Kugel-Modus. Und damit kommen wir ohne weitere Verzögerung zur ersten Rubrik, nämlich das geht sich wirklich immer nur ganz, ganz, ganz knapp aus. Also wie bereits angekündigt, wie viele Kontakte braucht man eigentlich auf LinkedIn? Die Größe des Netzwerks ist einerseits festgelegt durch das Hardlimit von 30.000 Kontakten, die man dort haben kann. Das ist schon eine ganze Menge. Auf Facebook sind das zum Vergleich nur 5.000 Personen, nur unter Anführungszeichen, ist ja auch nicht gerade wenig. Und unabhängig von diesem Kontaktlimit, das man auf LinkedIn hat, können dem eigenen Account aber trotzdem beliebig viele Personen folgen. Das heißt, man könnte theoretisch auch 10 Kontakte haben und 1 Million Follower. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, außer man ist Superstar. Im Normalfall, wie gesagt, gibt es Kontakte und es gibt eben auch Personen, die folgen. Und die Frage beim Aufbau des eigenen Kontaktnetzwerks, die besteht nun eben darin,
wie viele Kontakte machen da Sinn. Und wie gesagt, auf der einen Seite, ich habe das auch schon mehrmals betont in der Sendung, ist es super, super, super wichtig, dass man sein Netzwerk möglichst homogen aufbaut. Das heißt, dass die Personen, die man zum eigenen Netzwerk hinzufügt, dass das auch zu dem Thema passt, über das man postet, über das man spricht, dass das gut zur eigenen Positionierung passt. Das heißt, Kraut und Rüben unter Anführungszeichen oder einfach jeden hinzuzufügen, wäre mit Sicherheit keine besonders brillante Idee. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Faktor, der, glaube ich, gar nicht so allgemein bekannt ist. Wenn ihr LinkedIn verwendet, dann seht ihr ja bei jedem Posting oder immer dort, wo ein Personennamen auftaucht, dieses First, Second oder Third dabei. Das bedeutet eben die Kontakte, die First-Kontakte, die Kontakte ersten Grades, das sind die direkten, die Personen, mit denen man direkt vernetzt ist, denen man eine Kontaktanfrage geschickt hat, die angenommen wurde oder vice versa. Die Personen, die Kontakte zweiten Grades, die Seconds, sind die Personen, mit denen man mindestens einen oder eben mehrere gemeinsame Bekannte hat. Und die Thirds, oder diese Kontakte dritten Grades, das sind eben die, mit denen man sozusagen über zwei Ecken oder über zwei Personen vernetzt ist. Warum ist das relevant? Nun, aus dem Grund, wenn ihr auf LinkedIn sucht und wenn ihr die Suche verwendet, die man natürlich braucht, um passende Kontakte zu recherchieren, um geeignete Leads zu finden, dann durchsucht ihr immer nur euer First, Second und Third Netzwerk und nie das komplette LinkedIn. Es gibt denn das Recruiter-Tool von LinkedIn, das durchsucht wirklich komplett, aber egal, ob ihr die normale Suche nehmt, egal, ob ihr Premium habt, auch vollkommen egal, ob ihr einen Sales Navigator verwendet, ihr bewegt euch innerhalb eures First, Second und Third Netzwerks. Nun, das ist ein bisschen wie mit dem berühmten Beispiel vom Schachspiel. Ich glaube, in Persien war das, dass der König oder Kaiser oder wer auch immer dem Erfinder eben angeboten hat, oder der wollte ein Reiskorn aufs erste Feld, zwei Reiskörner aufs zweite Feld. Das steigt schon exponentiell. Und was ihr hier seht, auf dieser Grafik neben mir, hinter mir, das sind statistische Durchschnittswerte. Das heißt, wenn ich 500 Kontakte, direkte Kontakte habe, dann entspricht das im Durchschnitt zu ca. 90.000 plus minus und das entspricht dann auch schon 3 Millionen Third-Level-Kontakten. Also schon quasi gut das Doppelte, was beispielsweise Österreich an LinkedIn-Nutzern hat. Was bedeutet das für uns? Nun, das bedeutet, wenn ihr die Suche aktiv nutzen wollt, dann ist es auf keinen Fall eine gute Idee, das First-Level-Netzwerk super restriktiv zu halten und zu sagen, hier kommen nur meine besten 10 Kumpels rein und meine besten 10 Arbeitskollegen. Ihr braucht absolut keine 10.000 Kontakte, um LinkedIn gut nutzen zu können, um die Suche gut nutzen zu können, aber eine gewisse Grundgröße macht absolut Sinn. Also meine Empfehlung wäre, wenn ihr LinkedIn nutzen wollt, schaut wirklich, dass ihr im Laufe der Zeit auf mindestens 500 natürlich auch gut ausgewählte Branchenkontakte kommt. Und da hilft, das kann ich auch noch immer wieder betonen, natürlich kein Automatisierungstool, sondern Captain Hausverstand, gute Recherche, dann funktioniert das auch. Aber wie gesagt, super, super restriktiv zu sein, kann man machen, wenn man sagt, LinkedIn ist nur mein Privatvergnügen, aber wenn ihr wirklich alle Möglichkeiten nutzen wollt, eben speziell auch Social Selling und Kontaktrecherche, dann hat das sehr, sehr gravierende Auswirkungen mit wie vielen Personen man eben in dieser ersten Ebene vernetzt ist, weil das dann die Größe des gesamt durchsuchbaren Netzwerks eben sehr, sehr stark definiert. Ich wende mich nicht von euch ab von der Kamera, ich schaue nur auf die Kommentare. Mirja Brandl schreibt hier, das mit dem Sales Navigator stimmt nicht. Doch, das stimmt schon. Es hat vor allem damit zu tun, also du siehst es auch im Sales Navigator bei den Filtern, du kannst auch nur nach First, Second und Third Level filtern und auch nicht das Netzwerk weitergehend darüber hinaus durchsuchen. Womit das eben schon möglich ist mit dem LinkedIn Recruiter, was natürlich auch in dem ganzen Setup und von der Funktionsweise von LinkedIn her sehr, sehr gut funktioniert. Ja, ich bin ein wenig technikverliebt. Silvia, hallo Silvia, was möchtest du auch? Lass es uns wissen in den Kommentaren. Ich lese hier sehr gern mit. Wie gesagt, wie ihr seht, man pendelt dann halt ein wenig zwischen Kamera und Monitor. Ja, so viel also zum Thema Netzwerkgröße. Also durchaus relevant, könnte man sagen. Wir hießen nun allerdings die richtige Taste erwischen. Wir hießen nun die Piratenflagge.
Ich habe in bester Freibeuter-Manier meinen Tipp für heute eiskalt und beinhart gestohlen vom lieben Jens Polomski, beziehungsweise den Hack der Woche. Und genau diesen Hack sehen wir uns jetzt an. Was ist der Hack der Woche? Smileys, Emojis. Emoticons, wie auch immer. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die einzufügen. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ich halte doch auf LinkedIn überhaupt nichts verloren. Glaube ich nicht, wenn ihr euch anschaut, welche Postings gut funktionieren, sind das durchwegs welche, die auch Emojis enthalten. Natürlich wird man hier nicht keinen Friedhof der toten Emoji-Tiere bauen, aber nachdem man auf LinkedIn ohnehin die Texte nicht formatieren kann, es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, die sinnvoll einzusetzen, von Check-Symbolen, um Listen zu strukturieren und so weiter und so fort. Und ich persönlich habe das zumindest immer so gemacht, am Handy, je nachdem welches Telefon ihr verwendet, da hat man sowieso die Smiley- bzw. Emoji-Tastatur dabei. Am Desktop, wo ich von dem aus vorwiegend ich LinkedIn bespiele, oldschool, noch begonnen im vorigen Jahrtausend mit Computern zu arbeiten, alter Desktop-Fan, da ist das etwas lästiger, da gibt es einerseits gibt's die Möglichkeit, Browser-Extensions zu verwenden, die diese Funktionalität haben, aber für Windows-Nutzer gibt es dann noch eine viel, viel coolere Variante und auf die bin ich eben heute bei Jens gestoßen. Ihr findet dann die Links zu den ganzen Status-Updates und die Link zur Sendung gleich im Anschluss auch wieder bei den Kommentaren. Jens schreibt hier in seinem Tooltip, dass er eben lange eine Chrome-Extension genutzt hat, aber jetzt mittlerweile bemerkt hat, es geht auch anders. Und zwar, es gibt unter Windows einen Shortcut, Windows-Taste und dann der Punkt. Und dann passiert, Magic, dann poppt dieses Ding hier auf und Achtung, das ist keine Browser-Funktion, das ist keine Extension, das ist systemweit verfügbar. Also wo auch immer es in Windows oder in Windows-Programmen Texteingabefelder gibt, kann man, wenn der Fokus auf diesem Feld liegt, mit diesem Windows und Punkt zugleich, diese Smiley-Tastatur aufrufen und ihr findet hier beim Uhrensymbol die zuletzt verwendeten Smileys. Hier kann man sich die verschiedenen Kategorien durchsehen und es gibt eben praktischerweise auch eine verklickt. Es gibt auch eine Emoji-Suche, also wenn ich hier ein Unicorn-Vorführeffekt, wenn ich hier beispielsweise ein Einhorn, das ist hier in dem Feld, kann man das eingeben, sagen wir mal, wir suchen nach einer Clock, Clown, findet ihr nur einen Clown. Also hier kann man also suchen und dann mit einem Klick das jeweils ausgewählte Emoji direkt einfügen, im Kommentar, im Status-Update und auch überall sonst. Ich habe dazu meistens eine externe Seite genutzt, das ist lästiger, da muss man copy-pasten, so direkt gleich in Windows integriert. Sehr praktisch für alle, auf deren täglichen Speiseplan, unter anderem auch Smileys. So, Blick rüber zu den Kommentaren. Wie gesagt, wenn ihr dabei seid, ich freue mich immer über Fragen, Anmerkungen. Hallo Michael, LinkedIn mit Kettenhausverstand wäre ein interessanter Buchtitel. Ja, absolut und ziemlich zutreffend. Genau, Michael, ich finde das auch gescheit praktisch. Und ja, Jens, we're all standing on the shoulders of giants, aber das ist wirklich der Tipp. Spart einfach Lebenszeit. Überhaupt an der Stelle, der Herr Polomski hat immer sehr, sehr praktische Tipps. Also wenn ich ihr wäre und ihm noch nicht folgt, dann würde ich das tun. Miroslav, hallo Miroslav, fragt, apropos Sales Navigator, wozu ist der Sales Navigator eigentlich gut? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Der Sales Navigator ist ein mächtigeres Suchtool und sagen wir mal so, die Thematik, die dahinter steht, schon die normale LinkedIn-Suche ist ausgesprochen mächtig. Aber wenn man da brutale Improvisation,
wie er gesehen aus meiner Sony, weil der Stromadapter von meiner Sony-Kamera ist leider kaputt. Jetzt sieht man auch mal den Greenscreen im Hintergrund, also anders gesagt, Blick hinter die Kulissen in der 30. LinkedIn-Show. Ich habe jetzt mal kurz auf die Logitech umgeschalten und werde das Problem während des Interviews beheben. Aber eben zurück zur Frage, wozu ist der Sales Navigator eigentlich gut? Eine komplexe Suchfunktion, man kann aber auch mit der normalen LinkedIn-Suche schon sehr viel erreichen. Das Praktische am Sales Navigator ist, dass man sich Leadlisten abspeichern kann und die Frage, ob sich diese rund 90 Euro, die der kostet, im Monat auszahlen, die hängt eigentlich einfach nur daran, wie viel Zeit spart er mir. Viele Dinge, die ich über den Sales Navigator tue, man kann nichts automatisieren, man kann keine automatischen Mails verschicken, aber man kann mit diesen Listen eben sehr, sehr leicht verfolgen, wann relevante Kontakte etwas posten und letztendlich ist es ein Tool, das Zeit spart, würde ich sagen. Und damit, während ich das Bild wieder unter Kontrolle bringe, kommen wir zum ersten Teil des Interviews mit Diana de Roth. Viel Vergnügen. Liebe Diana, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Wir sprechen heute miteinander, weil wir uns über LinkedIn kennengelernt haben, beziehungsweise du mir aufgefallen bist. Einerseits mit deinen Postings, andererseits aber gleich mit deinem, in dem Fall nicht Slogan, sondern deinem Arbeitstitel. Du nennst dich Herzblutpersonalerin. Wie kommt das? Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Wie kommt das? Ja, weil ich seit über 35 Jahren im HR bin. Von der Pike auf habe ich HR gelernt. Und heute bin ich HR-Dozentin, Prüfungsexpertin. Und für mich ist es eine Sache, die man mit totalem Herzblut machen muss und nicht irgendwie als sachliche Rubrik nimmt, wo man irgendwie so eine Akte aus dem Schrank nimmt und sagt, so gehe ich vor. Es ist einfach nicht zu planen. Gewisse Sachen kannst du sehr gut strukturieren, aber der Mensch ist nicht planbar und das macht es ja so spannend. Wie war dein persönlicher Karriereweg, deine Ausbildung? Was hat dich in den HR-Bereich geführt? Ja, das ist reiner Zufall. Also, ja, König Zufall. Das ist immer. Viele Leute sind ja so total strategisch unterwegs und das war bei mir gar nicht. Ich habe einfach mal so angefangen. Da bin ich in den diplomatischen Dienst gekommen. Also ich bin auf den ersten Auslandsposten nach Bern versetzt worden. Ich hatte übrigens die Wahl zwischen Wien und Bern, habe mich dann für Bern entschieden, ganz aus ganz einfachen Gründen, weil das näher an zu Hause war. Und dann habe ich dort beim Kanzler der Botschaft gearbeitet. Und der Kanzler ist nichts anderes wie ein Personalchef. Mhm. Und da bin ich ins Personalwesen reingekommen. Und das ist aber ein interessanter Einstieg ins Personalwesen über den diplomatischen Dienst. Ja, wow. Ich fand das super spannend, ja. Und damals war ja wirklich noch so richtig, kannst du dir vorstellen, so alte Personalakten und da wurden die getippt, ne, richtig reingetippt. Und da hast du mit Tippex noch gearbeitet. Das war also wirklich so von den Anfängen an. Und das war eben bei der Deutschen Botschaft in Bern. Und dann habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt und bin in die Schweiz, das Schweizer Arbeitsleben reingerutscht und habe dann verschiedene Ausbildungen im HR gemacht, habe dann als Personalassistentin, als Sachbearbeiterin, als HR-Businesspartner, als Mitglied der Geschäftsleitung, als Personalleiterin immer in verschiedenen Branchen gearbeitet, sodass meine Fülle des Erfahrungsschatzes sehr, sehr auf die Schweiz arbeitsrechtlich bezogen ist. Allerdings muss ich feststellen, dass ich in Deutschland und in Österreich bei vielen Themen, wenn es nicht um das Arbeitsrechtliche geht, ähnlich ist. Ich wollte gerade sagen, ja, abgesehen von den rechtlichen Rahmenbedingungen sind die Strukturen wahrscheinlich. Du hast ein Buch geschrieben, das in Kürze erscheinen wird, Ende Februar. Also noch nicht mal ganz druckfrisch, aber in Kürze ganz druckfrisch. Das heißt, zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. Ich tippe mal drauf von dem Titel, dass du da viele deiner Erfahrungen aus deinem HR-Berufsleben verarbeitet hast. Und der Titel suggeriert auch, dass es eigentlich eh keine perfekten Arbeitnehmer gibt, oder? Oder worum geht es in dem Buch? Worauf zielst du ab damit? Also ich nehme da so die Reise eines Arbeitnehmers auf. Also von der Rekrutierung über die Einführung, über die Gehaltsverhandlungen, über die Beförderung, über die Mitarbeitergespräche bis hin zum Austritt auf. Und ich durchwandere das Ganze, gebe zu jeder Rubrik dann auch Tipps. Und das sind nicht nur meine Geschichten, die da einfließen, sondern insbesondere die meiner Studenten und Studentinnen, die ich ja im HR betreue. Und da ist also ganz, ganz viel Futter drin. Und man findet sich irgendwo immer wieder, weil jeder hat so gewisse Szenen, wo er sagt, oh, das kommt mir doch bekannt vor. Ah,
so hätte ich es auch machen können. Richtet sich das Buch tendenziell eher an HR-Experten oder an jeden auf Jobsuche? Ich hätte gerne ein Buch nur für Personaler geschrieben, aber da schreibt nicht unbedingt jeder Verlag Hurra, weil doch die Zielgruppe etwas klein ist. Also deswegen habe ich dieses Buch insbesondere für Mitarbeiter geschrieben, aber auch für Personaler und Arbeitgeber, weil dieser Blickwinkel doch wichtig ist. Ja, wie denkt ein Arbeitnehmer, wie denkt ein Arbeitgeber und was denkt eigentlich ein Personaler, wenn das und das passiert? Und deswegen habe ich die drei Brillen in diesem Buch aufgezogen und immer wieder durch Geschichten belebt. Das ist natürlich das super relevant, denke ich, für einen Jobsucher, das mal aus der Personalerbrille zu betrachten. Ja, ja. Ja. Und das heißt, du hast aber auch erlebt in den letzten Jahren, sage ich mal, das ist ja noch eine relativ neue Entwicklung, dass ja online etwas länger, aber dass auch Social Media im Recruiting-Prozess eine größere Rolle spielt. Wo siehst du da Social Media eigentlich? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Da geht es ja nicht nur darum, dass man, also was ich zur Bewerbung einen LinkedIn-Lebenslauf dazugibt, sondern das betrifft sehr viele Bereiche. Wo siehst du Social Media in diesem HR-Bereich? Also erstmal möchte ich sagen, ich habe so das Gefühl, dass HR noch ein bisschen auf der Bremse steht, wenn es um dieses Thema geht. Ja. Ich merke selbst, ich habe ja zum Beispiel HR-Online-Kurse, also so Online-Gruppen. Ich habe auch Facebook-Gruppen, wo man sich sehr viel austauscht. Und ich merke immer, dass man da so ein bisschen noch suspekt unterwegs ist, dass man sagt, ja, was soll das? KMUs haben das noch nicht so belebt wie vielleicht die großen Konzerne, die das schon vorbildlich machen, diese ganzen Möglichkeiten nutzen. Die kleinen Unternehmen haben so noch ein bisschen Hemmung, beziehungsweise sehen das ein bisschen mit Argwohn an. Ich finde, es geht gar nicht mehr ohne. Und das ist ja auch ganz, ganz toll, was man alles digitalisieren kann, wie man sich als Bewerber darstellen kann, aber besonders, wie man sich als Unternehmer darstellen kann, dass ich die passenden Bewerber bekomme. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt. Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat das genutzt, dass sie das Team und den Vorgesetzten filmt und dann auf die Homepage stellt und sagt, schau, das ist unser Team, das ist der Vorgesetzte und das ist die Stelle. Und genau für diese Stelle suchen wir jemanden, der zu dem Team passt. Und das geht so gut. Da kommt natürlich nicht Hunderte von Bewerbungen, aber es müssen ja auch nicht viele Bewerbungen sein, sondern nur eine hohe Qualität und das ist dann da, ja. Ich habe auf LinkedIn vor einem Jahr oder so mal gesehen von einer Hamburger Rechtsanwaltskanzlei, die haben junge Absolventen eingeladen zu einer Büroführung mit anschließendem Kegeln gehen, mit der Idee, lernt uns erstmal kennen, bevor ihr euch überlegt, ob ihr euch bei uns bewerben wollt oder zu uns passt. Ich fand das sehr charmant, also wenn ich ein junger Jus-Absolvent wäre, ich würde zu sowas sofort hingehen. Ich finde das außerordentlich charmant, noch gerade bei der Branche Anwalt. Genau. Ich habe ursprünglich mal eine Lehre beim Anwalt gemacht und habe das damals noch so ein bisschen spröde. Ja, glaube ich. Das ist es, glaube ich, weitgehend immer noch. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ach, klasse, und, super. Ja, da ist ja einerseits, wie gesagt, auf der ganz pragmatischen Ebene, der Bewerber kann sich darstellen, der Recruiter hat sehr, sehr detaillierte Suchtools oder auch Möglichkeiten dazu schalten. Aber was du angesprochen hast, das ist ja eigentlich der ganze Bereich des Employer Brandings. Eines der ganz großen zentralen Themen von LinkedIn. Ich glaube, da wissen auch viele noch nicht, wie das so ist in manchen Branchen. Ich habe jetzt gelesen, in Mitteleuropa dauert es im Durchschnitt, glaube ich, 7-8 Monate, einen Full-Stack-Programmierer zu besetzen, die Stelle. Das heißt, ich muss mich als Unternehmen ja auch attraktiv machen für Bewerber. In Bewerbermärkten. Kann Social Media da unterstützend wirken, deiner Meinung nach? Auf jeden Fall. Also ich habe lange in der Informatik gearbeitet und tatsächlich, wir hatten Stellen, da haben wir fast ein Jahr gesucht. Da war das Ganze noch nicht so groß, was man machen konnte. Und ich denke, man kann die Zeit deutlich verkürzen. Aber neben der Digitalisierung ist mir für mich sehr viel wichtiger, dass dieses Mindset anders sein muss. Also ja, Mindset ist jetzt gerade so abgegriffen, aber weißt du, ich denke mir immer noch oder ich lerne immer noch Unternehmen kennen, die so sind auf dieser Gutsherrn-Manier. Ja, kannst froh sein, dass du bei mir arbeitest, ne? Wie bewirbst dich denn? Also dass das hier mehr auf Augenhöhe geht und dass dieses ein gegenseitiges Umwerben ist, dass es ein gewisser Tanz ist und dass ich mir als Mitarbeiter, der zum Fachkräftemarkt gehört, sicherlich aussuchen kann, wo ich anfange.
Das ist übrigens, das finde ich nämlich sehr spannend, das ist genau der zentrale Grund, warum ich in meinen Workshops immer sage, ich halte HR für die zentrale Kernkompetenz im Arbeitsmarkt der Zukunft. Wenn ich beispielsweise als Marketingberater irgendwo reinkomme, und gerade bei diesem, wenn man LinkedIn ernst nimmt oder Social Media, das reicht ja nicht, wenn der CEO postet und du machst eine Company-Page, sondern erfolgreiche Unternehmen binden da Mitarbeiter an über positive Anreize. Und wenn der Mitarbeiter gern da arbeitet und das macht, gut, wenn der Mitarbeiter da sitzt und sagt, na, sicher nicht, das ist ja einfach eine zweiseitige Sache. Also ich glaube, dass genau das, was du ansprichst, dass diese eigentlich auf das Aufweichen der hierarchischen Firmenkulturen, man sieht es jetzt ja auch schon viel beim Du und Sie in der Ansprache, dass sich das etwas ändert. Also ich glaube, das geht viel weiter als die Digitalisierung. Das hat tatsächlich sehr viel mit Augenhöhe zu tun. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die mich persönlich durchaus freut. Und die scheinst du durchaus zu bestätigen mit deinen Beobachtungen der letzten Jahre, oder? Ja, also natürlich, mit der Zeit mitgehen ist normal. Und letztens wurde ich auch von Kollegen angesprochen, was siehst du als HR-Kollegin, was da alles in der Digitalisierung abgeht oder wie die Leute sich bewerben. Ja, die bewerben sich heute mit Filmen, mit allen möglichen. Ja, ich finde das wunderbar, man soll mit der Zeit mitgehen. Aber einerseits passiert es mir auch, dass ich Rückmeldungen bekomme, wo Bewerber total befremdet sind, wenn es zu stark digitalisiert sind. Und da möchte ich mal zwei Sachen nennen. Die erste Sache ist jemand, den ich sogar in einem Kurs hatte, der sagte, ich habe mich bei einer Firma beworben mit 300 Mitarbeitern, also nicht so groß. Ja. Und da hatte eigentlich nur einen Link zugeschickt bekommen. Den Link hatte er aufgemacht, dann hieß es einfach, wir machen in 10 Minuten Video von Ihnen, schalten Sie auf an und dann beantworten Sie uns die eingeblendeten Fragen. Und er war total geschockt, er wusste gar nicht, wie machen. Und dann hat er das gemacht und nach 10 Minuten ging es dann zum Ende. Und dann hat er einen Tag oder 2 Tage später die Absage erhalten. Ne? Und die war dann natürlich auch Larifari. Und er sagte, ich war total befremdet und diese Firma war mir überhaupt nicht sympathisch. Ich bin behandelt worden wie so ein Stück Vieh. Also die haben natürlich eine Vorselektion über diese modernen Medien vorgenommen. Das ist der erste Fall. Und der zweite Fall, ein Student aus meiner Klasse in Basel, der hat sich aufgrund von einer Empfehlung bei einer großen, sehr großen Bank beworben. Er hätte absolut ins Profil gepasst. Er hat alles erfüllt, was zumindest im Stelleninserat in der Zeitung stand und hat eine Absage bekommen innerhalb von 10 Minuten. Und er ist dann sehr erbost auf den Empfehlungsgeber zugegangen und hat gesagt, es hat ja auch gar nicht geklappt. Und dann hat derjenige gesagt, das verstehe ich nicht, ich werde recherchieren. Und aus der Recherche ist rausgekommen, dass das ganze HR outgesourced wurde, also mit Vorbehalt, ich glaube Ungarn oder auch Rumänien war. Und die natürlich nach einem gewissen Profil vorgegangen sind, der teilweise eingescannt wurde, robotermäßig abgelesen wurde. Und da gab es eben 3 Sachen, die nicht dem Vorgesetzten entsprochen haben. Also erstens hatte der Mitarbeiter einen ausländisch klingenden Nachnamen. Wow. Zweitens wohnte er auf der französischen Seite. Und drittens war, ich glaube, das war sein Alter. Da war irgendwie 1 Jahr drüber und die hatten so einen Spielraum reingegeben. Das heißt, ich sage jetzt mal 30 bis 35 und der war 36 oder 37. Und dann ist es über Vitamin B hinten die Türe aufgegangen, kam ins Gespräch, wurde eingeladen, eingestellt. Und das passiert natürlich in einem hemdsärmeligen HR nicht, denn da lässt du sowas gar nicht zu, oder? Ja. Das heißt, okay, der hat einen ausländisch klingenden Namen, aber der lebt ja schon seit 20 Jahren hier, kann die Sprache. Drittens, der wohnt auf der französischen Seite, das sind ja nur 10 Kilometer, was soll das? Ne? Ja, das ist das eben, deswegen, ich denke auch, viele Informatiker würden sagen, da muss man diese Systeme eben schlauer programmieren, aber das ist nicht der Punkt dabei, da hast du vollkommen recht, man kann keinen Vorauswahlprozess nicht so detailliert gestalten, dass er halt irgendwie den Kontakt ersetzen würde. Mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Thema und eine der zentralen Herausforderungen für die Arbeitswelt von morgen. Ich war gestern bei der Jetzt Recruiting-Konferenz bei einer Podiumsdiskussion, wo auch die Andrea Knister und von Microsoft und der Shubin Honofer von Whatchadoo am Podium saßen und einige andere HR-Experten. Und da ging es um die verschlungenen Pfade der Customer Journey. Und da besteht eigentlich schon sehr großer Konsens, dass digitale Systeme oder KI-Systeme einige Aufgaben übernehmen können, aber dass es viel mehr noch als früher darauf ankommt, sehr, sehr personalisierte Recruiting-Prozesse zu machen, beziehungsweise dort, was ganz avanciert ist, so wie bei Microsoft, was auch in die Richtung geht, teilweise, dass den Job
für den Mitarbeiter zu schaffen und gar nicht mehr so auf die klassischen Skillsets zu achten, sondern auf Kompetenzen, denn da die Skills auch im Rahmen des Onboarding erworben werden können. Man sieht also schon einen Bereich, wo momentan sehr, sehr viel im Umbruch ist. Ich bin ausnahmsweise etwas rotstichiger, weil ich muss jetzt sehr kurzfristig umschalten auf die andere Kamera. Man glaubt gar nicht, wie kurz so ein Akku hält. Was ist passiert? Ein Alpaka ist eingedrungen in mein Studio und hat den restlichen Strom aufgefressen. Bitte vielmals um Entschuldigung dafür, aber Alpakas sind ja trotzdem sehr, sehr sympathische Tiere. Bevor wir uns den zweiten Teil des Interviews ansehen, möchte ich euch noch auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar auf die Uppercase-Konferenz. Das ist eine reine Online-Konferenz. Erstens. Zweitens, die Live-Teilnahme bei der Konferenz ist vollkommen gratis, oder man kann sich auch ein Ticket um $25 kaufen und dann später bzw. jederzeit auf alle Webinare zugreifen zu können. Die Veranstaltung dauert 5 Tage, es sind 39 Speaker und ich, Heinz Grünwald, mein Freund und Bekannter schon aus alten Barcamp-Tagen, der organisiert die Konferenz mit und ich habe das Vergnügen, einen Vortrag über, Überraschung, LinkedIn zu halten, allerdings diesmal zum Thema Wreckage Marketing, sozusagen meine Gegenthese zu Growth Marketing, wie wird man auf LinkedIn garantiert erfolglos. Der Link folgt dann gleich in den Kommentaren, ihr könnt euch dort anmelden und würde mich freuen, wenn ihr beim Vortrag dabei seid. Ich habe mir Mühe gegeben. I'm gonna show you how you can successfully fly under your customer's radar. Or maybe I should rather say, fly unsuccessfully under your customer's radar. If you wanna become invisible, if you wanna turn into a LinkedIn ghost, I'm gonna show you my proven 6 steps down the staircase method, and it will make sure that nobody cares about you, your products or your services. Are you ready to take the shortest road from superhero to below zero? Now don't forget, there is no need to cry over spilled milk when you don't have any milk. As you can see here, Fritzi is a traveling sales guy in the egg industry, so it's obviously a brilliant idea to use a hero picture that shows a dozen of very frightened eggs who do not want to be eaten. When it comes to your profile picture, never ever look your profile visitor into the eye. They might turn you into stone or vice versa. Send out connections requests to everybody. Reminds me of this lion movement a couple of years ago, LinkedIn Open Networker. Now that's just the kind of one-on-one business conversation I would never have with anybody in real life. And that's the way to go if you just don't want to rely on your profile, but also want to use messages or connection requests to really, really piss people off. I am going to give you the ultimate secret to LinkedIn failure. Also, this will save you a lot of time because conversations on social media, especially the interesting ones, tend to get quite time consuming. Congratulations, dear fellow shrinkage marketers. You totally nailed, failed it. Yay! Everybody who has been following this webinar up to this point is now officially qualified to add the hashtag shrinkage marketer to their status updates or even to their profile. You're welcome. Die Uppercase-Konferenz wird veranstaltet von Missing Letter. Übrigens über die sehr, sehr lässige Online-Veranstaltungsplattform Hey Summit, mit der man eben solche Konferenzen komplett abwickeln kann. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Diana. Als Personalexpertin spielt für sie natürlich LinkedIn auch eine große Rolle und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie sie selbst LinkedIn verwendet. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil des Interviews. Diana, du selber verwendest LinkedIn auch recht intensiv, würde ich mal sagen. Klarerweise im HR-Bereich ist es naheliegender als, sage ich mal, in vielen anderen Branchen. Wann hat LinkedIn begonnen, für dich interessant zu werden? Ich muss jetzt aufpassen, was ich jetzt hier sage. Also ich bin da ganz lange nicht strategisch unterwegs gewesen, sondern so Bauchgefühl. Auch das liest sich ganz nett. Und dann habe ich einmal einen Post abgesetzt.
Das war eigentlich ein Larifari-Brot, also so spannend war das gar nicht. Es ging um ein Absageschreiben, was ein Kunde von mir bekommen hat, also jemand, der im Outplacement war. Und dieses Absageschreiben habe ich natürlich so verstellt, dass man nicht auf den Kunden und nicht auf die Firma schließen konnte. Aber es war wirklich nicht besonders, also Bild war ganz schlecht und der Text war ein bisschen interessant, dass ich mich aufgeregt habe, warum man jemand, der dreimal oder zweimal im Gespräch war, so eine Absage macht. Und da habe ich 800.000 Views gehabt. Das hat mich ja vom Sockel geworfen. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann kamen Kommentare, Kommentare. Voller Nerv getroffen mit dem Posting, dass du es gar nicht so super toll empfunden hast, wie Ja, du ich sagst. dachte, Ja, das ja. ist etwas, was jeden Tag passiert. Was regt ihr euch auf? Und das waren viele Leute, die wirklich den mahnenden Finger und dann viele, ja, das ist normal, also was soll der sich aufregen? Und dann habe ich so ein bisschen Lust bekommen, da mehr zu machen. Und ich bin auf Facebook, auf Xing und auf Instagram unterwegs. Habe aber gemerkt, dass mir LinkedIn sehr liegt. Und ich habe also jetzt seit, das war Januar 2019, war das, dieser Post. Bis jetzt habe ich circa, ich glaube, 6.000 oder so Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Und ich habe da wirklich ganz stark drauf geschaut, dass es wirklich überwiegend Leute sind aus dem HR oder aus dem artverwandten Bereich, aber natürlich auch viele Trainerkollegen. Und es macht einfach Spaß. Und jetzt bin ich natürlich auch öfters bei LinkedIn in Graz eingesetzt, weil ich da Learning-Filme machen kann. Also mir macht es Spaß. Ich glaube, das ist mein Kanal. Andere schwören auf Xing oder was weiß ich, aber für mich ist es das. Ja, für mich absolut auch. Aber das ist natürlich spannend. Das ist auch immer die Erfahrung, die man macht. Wo funktioniert etwas? Das ist, ja, Social Media ist ja sowieso immer Trial and Error. Und ich denke halt, gerade mit dem HR-Bereich, hochgradig interessant. Siehst du LinkedIn in der Positionierung, wo sie jetzt unterwegs sind, auch mit Microsoft als Besitzer? Siehst du da irgendwelche zukünftigen Entwicklungen? Sehe ich sehr. Also, ich bin natürlich nicht hier der Oberguru, aber ich muss Ja. sagen, das, was sie machen, sehe ich sehr. In meinem ganzen HR-Netzwerk spricht man nur noch von LinkedIn. Also, wenn ich zum Beispiel, ich gebe viel Unterricht, dann sage ich hier, das ist meine Adresse und die verlinken sich alle mit mir. Also, es ist wirklich ein Hype momentan, spüre ich, dass man auch mehr darauf setzt als auf. Ich sage es jetzt einfach, das Sing und so ist ja auch die Konkurrenz, vielleicht eine Art Konkurrenz. Und ich merke aber auch so Parteien, ne? So manche sagen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Letztens schrieb mir Ja, jemand, genau. Twitter ist das absolut und ich, tut mir leid, ich kann nichts mit anfangen. Aber es hat sicherlich mit mir zu tun. Andere schwören darauf. Ich denke, jeder muss das finden, was für einen selbst und natürlich auch für das, was man aussagen will, stimmt. Klar, und ich glaube, da ist noch ein anderer Grund dahinter. Du hast nämlich vorhin angesprochen, du hast gesagt, du hast die 6.000 Kontakte, aber du hast immer sehr darauf geachtet, Leute aus dem HR-Bereich oder Trainerkollegen zu nehmen. Das heißt, lauter Personen, die an den Themen interessiert sind, über die du schreibst. Ich glaube, das ist halt einfach eine Sache, wenn das Kraut und Rüben ist. Ich sage immer, wenn du 50% Anwälte, 50% Konditoren hast und für Installateure postest, dann den Fehler machen halt einfach viele. Aber ja, spannend. Das heißt, du hast schon vor, auch LinkedIn weiterhin aktiv zu verwenden. Klar, bei dem bekommst du viel Response. Ja, vor allen Dingen, weißt du, das hat sich so viel ergeben. Also, weißt du, es Ja. ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, jeden Tag, da ergibt sich dies und das, aber es ergibt sich auch für meinen Podcast, den ich ja mache, extrem tolle Gesprächspartner, die interessant sind für meine HR-Gruppe. Es haben sich einige Aufträge ergeben, es haben sich super Kontakte gegeben. Und was ich ganz toll finde, ist, wenn ich die Leute online kenne, relativ gut kenne und plötzlich trifft man sich offline. Also da Ja. ergeben sich wunderbare Welten. Absolut. Das Vergnügen hatte ich auch jetzt schon ein paar Mal. Und es ist nämlich interessant, weil man hat schon ein Bild von jemandem, speziell wenn man schon mal Video telefoniert hat, sowieso. Ich hoffe, dass wir uns auch mal treffen in Wien oder in Bern bei einer Veranstaltung. Muss ja keine LinkedIn-Veranstaltung sein. Genau. Aber das stimmt, das ist bei mir genauso. Und nur ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute reden von Lead-Generation-Programmen mit 100 Leads am Tag. Das ist ja, ist alles Bullshit. Man lernt dort Menschen kennen und was ich an LinkedIn mag, es ist so nahe an der richtigen Kommunikation in der Businesswelt wie kein anderes Netzwerk. Da geht's nicht. Also ich bewundere die Leute, aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, die so eine totale Strategie haben. Ich möchte das nicht, also nicht, ich möchte das nicht, aber es liegt mir nicht, jetzt damit strategisch anzugehen. Ah, dem antworte ich und dem schreibe ich oder so. Das mache ich nicht. Ich mache schon sehr, sehr viel mit dem Bauch. Stimmt für Ja. mich. Absolut. Wenn ich nur komplett strategisch vorgehen würde, würde es mir sehr viel Spaß dran nehmen, einerseits. Und andererseits sind das halt oft Leute, die haben
ein sehr rigides Schema, das für sie funktioniert. Und dann ändert sich ein bisschen was am Algorithmus oder an der Umgebung. Mach Social Media ja auch schon länger. Dann funktioniert genau das System nicht mehr. Bauchgefühl und zu wissen, was die Zielgruppe interessiert, das ist, glaube ich, recht plattformunabhängig, könnte man sagen. Ja. Du hast vorhin ein gutes Stichwort gesagt, Podcast. Seit wann machst du deinen Podcast? Irgendwie gefühlt, ich weiß auch nicht genau, ich glaube Juni 2017 oder so, ja, und habe schon 154 Folgen, ja. Mhm. Hörst du selber gerne Podcasts oder wie bist du auf die Idee gekommen, das als Audioformat zu machen? Total, also ich habe 2016 angefangen, Podcasts zu hören und bin dann von einem auch zum anderen gekommen und dann habe ich mich, also ich bilde mich sehr viel damit auch weiter und ich muss sehr viel Auto fahren und dann höre ich einfach nur Podcasts. Sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ich drauf bin. Und irgendwie kam immer der Wunsch auf, eigentlich wäre das ganz toll zu meinem Thema. Was könnten die HR-Leute davon haben? Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann ist irgendwann mal die Interviewform dazugekommen, obwohl ich jetzt letzte Zeit die Rückmeldung bekommen habe, lieber Einzelfolgen als Interviewfolgen. Und deswegen versuche ich immer so, sagen wir mal, jede zweite oder jede dritte Folge ein Interview zu machen, weil Leute sehr oft sehr konzentriert irgendwas konsumieren wollen und dann umsetzen und dann HR-Tipps auch. Und ich bin so jemand, ich höre extrem gerne Interviews. Ich höre beides gerne. Also ich finde schon deine Einzelfolgen auch sehr toll. Absolute Hörempfehlung. Die Links selbstverständlich in den Shownotes unbedingt reinhören in den Podcast. Man muss nicht im HR-Bereich arbeiten, um den sehr interessant zu finden. Da steckt sehr viel nützliches und praktisches Wissen drin. Ja, ich weiß, es ist natürlich für die HR-Fachleute gemacht, aber ich bekomme unglaublich viele Rückmeldungen von Führungskräften, von Mitarbeitern, sogar von Lehrlingen, die sagen, boah, da ist auch was drin gewesen, jetzt verstehe ich den Typ. Ja, liebe Diana, die Frage, die in jedem LinkedIn-Show-Interview am Ende kommt, bitte erzähl uns doch irgendetwas über dich, das der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks wahrscheinlich nicht weiß. Jo, jetzt könnte ich ja sagen, in meinem letzten Leben war ich eine Ameise. Nee, immer Frosch. Vielleicht, weiß nicht. Aber die arme Kerle, die Ameise, die so klein ist und totgetrampelt werden kann. Aber ich denke, das ist was ganz Lapidares. Ich liebe es, Lakritze zu essen. Und zwar Wirklich? Nicht die Lakritze, wo ihr Bärendreck zusagt. Nee. Und zwar die holländische Lakritze, die so richtig salzig ist. Ich habe Verwandte in Holland. Die haben mal mitgebracht, kann ich mich erinnern, so Lakritze, Zuckerl mit Salzfüllung und haben mir die gegeben. Und ich war fest der Meinung als Kind, das ist ein Scherzprodukt. Und die haben mich jetzt reingelegt und... Ja, okay, ja. Es mag nicht jeder, das mir. Ja, das, ja. Und wie gesagt, ich kaufe mir die auch nur in Holland, wenn ich dann da bin. Die kann man nur in Holland, ja. Ja, und dann bunkere ich die und dann verstecke ich die auch vor mir selber. Und manchmal verstecke ich die so gut, dass ich es Jahre später wieder finde. Hast du gewusst, ich war mal in Finnland, da gibt es einen Lakritz, ich weiß nicht, Schnapslikör. Der ist kohlrabenschwarz, schaut aus wie flüssiger Gummi und schmeckt wie Lakritze, ist aber nicht salzig. Salmiakki heißt der, Salmiakki. In Finnland? In Finnland, ja. Ja. Die sind auch ziemlich, je weiter nördlich, desto lakritziger kommt man vor. Gut zu wissen, aber das wäre vielleicht eine gefährliche Sache, weil dann würde ich an der Flasche hängen. Liebe Diana, vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben in Kontakt und ich freue mich schon auf deine nächsten Podcast-Folgen und Updates. Vielen Dank für deine Zeit. Und danke schön für dein Wirken auf LinkedIn. Du hast so viel bewirkt. Also das muss man jetzt mal sagen. Das freut mich voll. Toll. Dankeschön. Danke. Danke, liebe Diana, für das sehr, sehr spannende Gespräch. Und danke, dass du jetzt auch mit dabei warst im Livestream bzw. dabei bist. Wir sind schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Unsere Stammzuseher wissen natürlich, was jetzt noch kommt, ist die Rubrik Status Update der Woche. Und da haben sich in den letzten 7 Tagen einige sehr, sehr spannende LinkedIn-related News aufgetan. Also auf zu den Status-Updates der Woche. Stories. Das Lieblings-Social-Media-Format der jüngeren Generation, der Millennials und sicherlich einer der ganz, ganz wesentlichen Gründe für den Erfolg von Instagram.
recht früh kopiert durch, von Snapchat. Die haben ja dieses Story-Format erfunden. Wodurch zeichnet es sich aus? Meistens Hochformat, aber das Entscheidende bei den Stories ist, das sind kurze Informationsschnipsel, Videos, Fotos, die in der Regel eben nur für 24 Stunden online bleiben. Man könnte also sagen, so etwas wie ephemerer Content. Nun ist es für die meisten LinkedIn-Nutzer nicht gerade wahnsinnig ersichtlich, warum LinkedIn mit diesem Story-Feature experimentiert. Es gab am 26. Februar einen Blogbeitrag von Pete Davis, der ist der Zuständige für Consumer Product, und er hat in seinem Titel auch Recovering Journalist drinstehen, was ich sehr charmant finde. LinkedIn testet dieses Story-Format gerade intern. Ich habe schon, glaube vor etwas mehr als einem Jahr habe ich gelesen, ich habe auch am Blog damals darüber geschrieben, dass LinkedIn diese Stories bereits verwendet, aber nur campusintern. Also es gibt auch an manchen amerikanischen Campuses, die Möglichkeit für dort inskribierte Studenten eben intern solche Stories zu verwenden. Und ja, wie gesagt, das LinkedIn-Team testet das gerade intern und es schaut wohl so aus, als ob das in nicht allzu ferner Zukunft ausgerollt wird für alle Nutzer. Ich habe Peter noch gefragt, wie das Feature im Detail ausschauen wird und er hat mir geantwortet, Stories tend to use a different consumption paradigm from the feed. Horizontal across the top and showing every sequential update for each person you follow or are connected to. I expect we'll do the same. Das wäre dann also genau dieselbe Funktionsweise, wie die Stories eben auch auf Facebook bzw. auf Instagram verfügbar sind. Also ja, die Stories einer Person von einem Tag and then they are gone. Wir dürfen gespannt sein. Es gibt wie üblich natürlich noch kein Datum für den Rollout, aber ich bin da recht optimistisch, dass wir uns 2002 auch beginnen dürfen, mit dem Story-Format zu beschäftigen. Meine persönliche Einschätzung dazu wird sicher nicht der Hauptfokus sein, eignet sich aber für manche Anwendungsfälle, zum Beispiel Live-Berichterstattung von Events und so weiter, ganz hervorragend. Und für LinkedIn ist es natürlich auch ein wesentlicher Faktor, der den Personen, die jetzt ins Arbeitsleben eintreten, auch dieses Format zu bieten, dass die eben gewohnt sind. Also so gesehen, meiner Ansicht nach, durchaus ein smarter Move. Bei Vanessa Wasmuth bin ich auf einen weiteren Artikel von LinkedIn gestoßen, und zwar eine Zusammenfassung der aktuellen E-Marketer-Studie. Da geht es um den Anteil der US-Marketing-Verantwortlichen, die LinkedIn für Marketingzwecke nutzen, also ganz explizit Content-Marketing, nicht Recruiting. Das waren 2017 46,3% der Unternehmen, 2021 werden das eben laut dieser Studie mehr als 50% tun. Hier der Artikel und hier die Originalstudie von eMarketer, die auch unter diesem Titel bei 2021 More Than Half of Companies Will Use LinkedIn for Marketing veröffentlicht wurde. Und ja, kann man sich hier die Zusammenfassung ansehen. Auch die Links zu den Status-Updates der Woche folgen dann gleich im Anschluss. Günter Wagner schreibt hier, und das ist momentan natürlich ein sehr virulentes Thema, in Zeiten des Coronavirus, wo viele große Veranstaltungen abgesagt werden, unter anderem die Leipziger Buchmesse, das zu einem Zeitpunkt im Geschäftsjahr, der für viele Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, um ihre neuen Produkte zu präsentieren, seien das jetzt Bücher, seien es andere Branchen. Und Günter schreibt eben hier, Messe abgesagt, verschoben, das ist mehr als schmerzhaft. Was möchte man als Aussteller? Direkten persönlichen Kundenkontakt knüpfen, Stammkunden pflegen, Markenbekanntheit steigern. Und Günther schreibt eben hier, und eben was tut man als Kunde dort? Aufgrund höherer Gewalt ist dies physisch präsent in der Offline-Welt derzeit nicht möglich. Mit Social Selling kannst du deine Ziele auch erreichen bzw. umsetzen. Überlasse diesen Vertriebskanal nicht deinen Konkurrenten. Kann ich nur unterschreiben, also gerade in Zeiten, wo die klassischen Messen wegfallen, denke ich, ist diese Form der Kommunikation umso wichtiger und da muss man sich dann eben überlegen, wie kann man die eigenen Produkte passend inszenieren und wie kann man sie auch an oder wie kann man diese Infos dann auch an die richtige Zielgruppe bringen. Sigi Lieb, Sprachexpertin, hat ganz, ganz frisch auch diese Woche ihren ersten LinkedIn-Learning-Kurs veröffentlicht. Es geht darum, um das richtige Gendern. Ein Riesenthema beim Gendern, das Problem, selbst wenn man wenn man natürlich das grundsätzliche Problem kennt und auch bereit ist, inklusiv zu schreiben, ist es nicht wahnsinnig schön, ständig beide Formen zu wiederholen und auch
übertriebene Gender-Gaps oder Sternchen machen einen Text nicht gerade lesbarer und schöner. Und Sigi fasst in ihrem Kurs alle Möglichkeiten, die es eben gibt zu gendern, ganz, ganz brillant zusammen. Kann ich jedem nur empfehlen, der regelmäßig Texte schreibt. Verfügbar über LinkedIn Learning. Für mich der beste Grund für einen Premium-Account. Ja, unsere heutige Studiogästin Diana, die habe ich hier auch nochmal mit aufgenommen in die Status-Updates der Woche. Diana hat nämlich geschrieben gestern, dass eine junge Studentin sie gefragt hat, um einen konkreten Ratschlag mit Handlungsanweisung für ihre HR-Karriere. Und Diana hat ihr eben geantwortet, letztlich kannst du das nur selbst herausfinden. Keine zwei Menschen sind gleich. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, gerade wenn es um Karriereplanung geht. Man kann Input geben, man kann Perspektive geben, aber Handlungsanweisungen, nee. Also wie schon einmal erwähnt in dieser Sendung, so direkt auf geraden Weg läuft die Karriere eigentlich nur in den seltensten Fällen. Und heute ist Donnerstag, ergo folgt morgen der Freitag, genau genommen der 35. Linked Friday am 6. März. Markiere ein, zwei oder drei oder auch gerne mehr natürlich deiner Kontakte in einem Status-Update. Schreib dazu, was du in ihnen gut findest. Tagge das Posting mit Linked Friday und wir alle finden jeden Freitag jede Menge spannende Nutzer, denen man folgen kann. Gemäß dem Motto, spread the love, better feeds for all. Dieses Status-Update markiert normalerweise das Ende der Sendung, aber ich habe für euch heute noch einen Hinweis. In wenigen Minuten, wir haben jetzt 16.53 Uhr, beginnt Ilkay mit seinem Dual-Experiment. Er wird ab 17 Uhr streamen auf seinem Account. Und zwar, er macht zugleich einen Podcast und einen Videostream. Gemeinsam mit Mohammed, der schon länger einen sehr erfolgreichen Podcast betreibt, in dem er Social Media Coaches und Mentoren interviewt. Und ja, erstmalig eine Podcast- und LinkedIn-Live-Simultan-Aufzeichnung im Dachraum. Also schaut rüber zu Ilkay. Dankeschön, dass ihr heute bei mir dabei wart. Hat mich sehr gefreut, trotz kleinerer technischer Probleme. Der Teufel schläft ja nicht. Aber wir sehen uns, hoffe ich, trotzdem wieder nächste Woche am Donnerstag um die gewohnte Zeit um 16 Uhr. Heute ging es um HRM. Nächste Woche geht es um Face, genauer gesagt Headshots, ein ganz, ganz wichtiges Element auf LinkedIn, in der Social-Media-Kommunikation natürlich überhaupt. Bei mir zu Gast im Studio Headshot-Experte und Associate der Headshot-Crew, Udo Schlögl. Er hat auch mich fotografiert und wird im Interview erzählen, worauf es bei guten Headshots ankommt und wie er selber LinkedIn nutzt. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen. Ich bin raus. Das war die 30. LinkedIn-Show mit Datenschmutz.